Nur noch wenige Tage sind bis zur Eröffnung des 29. Filmkunstfestes MV geblieben. Damit die Cineasten aber noch im Vorfeld des Großevents in den Geschmack von neuen Streifen kommen können, hat die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin zu einem besonderen Abend eingeladen. Am 24. April wurde im soziokulturellen Zentrum Speicher in Schwerin das Sparkassen-Warm-up gefeiert. Das Leitmotiv des Filmkunstfestes haben bereits die kommenden Europawahlen und das diesjährige Gastland Irland vorgegeben. Irland ist dieses Jahr das Gastland. Ich denke mal, ein sehr spannendes Land, gerade in diesen Zeiten ja ein sehr spannendes Land, ein kleines Land mit vielen, vielen Dingen, die vielleicht auch so für uns Mitteleuropäer hier ein Stückchen weit noch unentdeckt sind. Wir haben einen ziemlich umfangreichen Fokus auf dem Gastland Irland. Wir zeigen, ich glaube, insgesamt 18 Filme, wir haben eine Fotoausstellung, wir haben eine Lesung und auch diverse Filmgespräche mit Gästen. Beim Sparkassen-Warm-up konnten sich die Gäste gleich 8 Kurzfilme anschauen und anschließend darüber diskutieren. Das Filmkunstfest MV wird am 30. April im Schweriner Filmpalast Kapitol eröffnet.